Moin Leute, willkommen hier bei Micha Bellum. Heute haben wir Challenge nur Schmelzpunkte als Wiederholung tatsächlich aber. Und ja, wird es ja sehen, das Match war auf jeden Fall sehr lustig. Es fängt schon mal lustig an, denn ich habe jetzt zwei Raketen gehabt, weil ich will die Scharfschützen weg haben, weil ich ja nur. Ich habe halt nur zwei Phönix und dachte, ich brauche halt sicherheitshalber irgendwie schon mal diese Sache, dass die beiden weg sind, und ich wollte auch die Kriecher noch mit erledigen, so wie hier, aber leider sind die beide auf eine Seite gegangen. Schon mal da eine Missplatzierung der Raketen, aber hey. Kann ja jedem mal passieren, solche dummen Fehler, ne? Aber wir haben tatsächlich Glück und kriegen den trotzdem den Scharfschützen weg, und dementsprechend sind wir jetzt hier relativ sicher, dadurch, dass natürlich die Kriecher und alles andere hier irgendwie keine Luft angreifen kann. Also von daher. Natürlich auch sein Positiv, halt auch positiv ist natürlich, dass man dann Phönixe hat als Einheiten. Das Einzige, was uns killen kann, sind tatsächlich die Fangs. Also wenn man ehrlich, Fangs sind nicht gerade die besten Einheiten da, was das angeht, weil die so langsam sind und wenig Reichweite am Anfang. Aber weil die so unfassbar viele sind, wird das wahrscheinlich hundertprozentig auch unser Los sein. Aber wir kriegen ihn wohl so noch ganz gut. Ich weiß gar nicht, wir kriegen alles gekillt außer die Fangs. Ja, 274, das ist schon. Wir sind jetzt Erster, haben jetzt am meisten Punkte. Okay, das ist cool. Ich hole mir den Vulkan, verkaufe ihn einfach direkt. Es gab leider keinen Schmelzpunkt als Option. Aber hey, machst du nix. Die Kriecher habe ich auch noch gern verkaufen. Da kommen jetzt die ersten zwei Schmelzpunkte raus. Jetzt mal eben auf die Fähigkeiten einzugehen. Am ersten habe ich sofort Energiebäume gemacht, weil hier die ganzen Kriecher, und ich dachte, das wäre einfach besser so. Aber ja, ich habe einfach jetzt mal Schmelzpunkt genommen, ob es jetzt hier eine gute Idee war oder nicht. Nein, eigentlich nicht, muss man sagen, aber geil. Tatsächlich, aber wir haben keine Kriecherproduktion, weil das mir ein bisschen zu wenig mit nur Schmelzpunkte zu tun hat, tatsächlich. Aber halt logischerweise Energie, elektromagnetisches Sperrfeuer, das ist halt sehr wichtig. Energieproduktion, Reichweite sowieso. Und Energiebeugung halt einfach, weil hast du halt mehr Chancen, halt andere Einheiten zu killen. Also halt mehr Einheiten gleichzeitig anzuvisieren, zu killen. Das ist halt, da bist du halt besser, da drin halt Kriecher zu killen oder halt alles allgemein einfach mehrere Einheiten gleichzeitig. Deswegen dachte ich mir, ist das auf jeden Fall mit das Wichtigste noch. Das auf jeden Fall zu haben. Und ja, wir sind immer total beantwortet. Ja, es ist das Ding in diesem Spiel. Du willst, wenn du unbedingt irgendwas wirklich durchziehen willst, dann. Ja, dann gibt es auch Momente, wo ich mir manchmal selber denke, jo, irgendwie. Ist das keine gute Idee, und dann gehe ich immer weg von dem, aber. Und dann versuche ich es doch anders, aber nachhinein muss man es einfach durchziehen und gucken, was passiert, weil. Ne, aber man weiß halt nie, wie es am Ende halt rauskommt. In diesem Game ist es halt immer so. Ja, unmöglich ist einfach unmöglich zu sagen, was passiert, was nicht passiert. Also von daher. So, da wir jetzt Erster sind, ist er jetzt dummerweise jetzt auch noch hier den Boss ins Gesicht bekommen. Und, ja. Tatsächlich, genau. Jeder tatsächlich hat sich den Verstärkungskern geholt. Und ich meine, für mich persönlich war das auf jeden Fall eine gute Wahl. Den Schmelzpunkt, da kriegst du mehr Leben und mehr Schaden dazu, was halt echt nice ist. Weil durch Energiepunkte wird der Schaden halt auch verringert, und jetzt hat er wieder tatsächlich mehr Schaden ein bisschen. Aber hier kommen jetzt die ganzen Raketen raus, einfach wegen den ganzen Kriechern und so. Ja. Ist aber tatsächlich Quatsch, denn. Einfach, wir werden einfach überrannt, das ist halt echt blöd.
Die Anfangsrunden waren halt echt wirklich schmerzhaft. Deswegen halt, dieses Schmelzpunkte zwanghaft zu nehmen, war halt dann natürlich an sich nicht der beste Plan. Aber wenn man so eine Challenge macht, dann, naja, zieht man es halt durch. Und wenn ich mir denke, ja, ich habe eh schon angefangen mit Schmelzpunkten, dann kann ich mich das auch durchziehen, mal gucken, was passiert. Deswegen, hey, why not? So, der Boss, aber der Bosse sind eh immer so eine Sache. Deswegen am Anfang dann jetzt, wenn du sowas machst mit Schmelzpunkten, willst du das eigentlich nicht haben. Letzte Folge, als ich Vulkan gemacht habe, Uni Vulkan. Da hast du jedenfalls die Fähigkeit, richtig krass schnell die ganzen Schmelzpunkte vor allem, die ganzen Einheiten zu killen, mega schnell, weil die sind halt, ja, die sind einfach perfekt dazu, eine Kirche und alles zu killen und dann. Es geht viel einfacher als mit Schmelzpunkten. Schmelzpunkte sind, hängen dann so lange fest, selbst mit Energiebeugung. Also von daher ganz ehrlich. Und jeder Boss spammt Massen an Kriechern oder sonst irgendwie andere Einheiten noch. Und ja, wir sind jedenfalls nicht mehr Erster. Deswegen kriegen wir den Boss nicht mal ins Gesicht, aber es ist halt auf jeden Fall ein Problem da in der Richtung. Und ja. Tatsächlich kann man schon sehen, ich habe sofort Laservisier. Ich habe Laservisier gesehen, dachte mir direkt so, boah, meins. So, der andere, der noch Laservisier genommen hat, war tatsächlich Rot, der rechts von mir ist, der Kollege. Der hat das tatsächlich auf dem Vulkan gepackt. Sehr interessant. Und ja, ich habe den natürlich auf den anderen Schmelzpunkt gepackt. Das sind jetzt die zwei, ja, ersten Schmelzpunkte immer noch, die mal Stufe 1 sind. Blöd natürlich, klar, aber ich habe die ein bisschen auch hier mit gebufft und so und hoffentlich hier und dann auch hier ein bisschen gebufft gemacht. Verkaufe natürlich hier die ganzen Sachen immer wieder. Jetzt haben wir nur noch zwei Kriecher und zwei Raketen, damit wir möglichst schnell die Fangs wegbekommen, damit die Schmelzpunkte schnell hier aufs Wichtige gehen. Und natürlich Absorption ist auch noch drin, damit die sich jetzt noch heilen können, was halt sehr gut ist. Reichweite fand ich bis jetzt halt irgendwie nicht so wichtig, weil die hier so weit vorne stehen und so. Deswegen sind sie eh direkt im Gesicht der Feinde. Von daher ist es nicht so wichtig, wirklich da jetzt auf Reichweite zu gehen. Gut, Laservisier. Aber Laservisier wird später noch wichtig sein, weil Energiebeugung macht er eh minus Schmelz, also Schmelzpunkt um 30%. 30 Reichweite, 30 Meter weniger Reichweite und das dementsprechend mit Laservisier gleicht man das eigentlich ein bisschen aus. Das ist ganz nice. Sogar Streureichweite mit den Lasern. Das sieht man tatsächlich nur bei kleinen Einheiten, die halt wirklich davon betroffen sind, weil die halt wirklich so nah aneinander stehen. Weil so, wenn die jetzt Einheiten richtig nah aneinander stehen, die Arclights oder so, die sind, glaube ich, die sind einfach zu groß, da sieht man das gar nicht so wirklich. Aber wir haben jetzt erstmal ein paar Level jetzt hier endlich mal, das ist schön. Durch die Heilung geht die Überlebensfähigkeit auch sehr weit oben, nach oben. Es bufft auch Leben, ne? 40%, genau. Man erhöht die TP um 40% und wandelt erlittenen Schaden. Das ist irgendwie falsch formuliert. Es wandelt, nicht erlittenen Schaden in TP um, sondern zugefügten Schaden in TP um. Aber das ist es jetzt wirklich so, dass es jetzt jeder, also jeder Schaden, den die machen, halt hundertprozentig umgewandelt wird, oder? Das würde ich mir jetzt wundern, weil eigentlich war das immer früher so, dass das nur irgendwie 40% vom Allgemeinen immer. Erhöht die TP um 40% und wandelt erlittenen Schaden in TP um. Und 40% und wandelt vielleicht 40. Das ist jetzt irgendwie falsch formuliert im Deutsch, habe ich das Gefühl, aber ist ja egal. Ich weiß ja, was es ist. Ich weiß ja, was es bedeutet. Das ist kein Problem. Trotzdem ein bisschen verwirrend. Ah, das ist der Dude mit dem Laservisier. Aber Schmelzpunkte haben natürlich da leichteres Spiel gegen. So. Ja, diese Runde holen wir uns tatsächlich und wir gehen wieder in Führung. Verdammt. Aber wir brauchen das Geld durch die Vorräte, die wir hier sammeln. Dementsprechend gar nicht mal so schlimm. Aber
Es ist nicht so schlimm natürlich, aber was ist trotzdem nicht geil, wenn man den Boss immer ins Gesicht bekommt. Weil der einen natürlich dann schon ganz schön daran hindert, das halt zu leveln. Übrigens direkt den Wino Gold verkauft. Brauchen keine Wino hier. Ich habe mir eine Wino geholt und genau. Der Grund, warum ich das gemacht habe, mir eine Wino zu holen, war, weil die hier so gut versteckt sind. Und ich dachte mir, der wird mir voll auf den Sack gehen, der Schrottreier. Und deswegen will ich ihn jetzt durch. Ich will die beiden töten und da ich weiß, dass der Wino, wenn er droppt, den Schaden zufügt, den er ein Leben hat, weiß ich auf jeden Fall, dass er hier drauf springt, die beiden killt und dann irgendwie noch ein bisschen Feuer auf sich lenkt. Das einzige Problem, was ich habe, ist der Hacker, weil der ist sehr gut versteckt da. In allem. Und der andere, na, den killen wir halt mit der Rakete hier. Wir machen uns noch einen an weiteren Schmelzpunkt tatsächlich geholt. Nochmal Reichweite und Geschwindigkeit. Genau, und die Türme noch ein bisschen aufleveln, weiß ja nie. Die müssen aber ganz gut XP geben, die Fangs hier, Stufe 9 da 7. Die werden mir auch sehr viel Schaden zufügen, das ist auch das Problem. Aber der ist jetzt gerade in Stufe 2. Ich habe hier auch tatsächlich Verteidigungsverstärkung ganz komplett hochgemacht jetzt, damit das Leben nochmal deutlich höher wird. Die deutlich länger mal leben. So, da sind jetzt die beiden tot. Der ist auch tot. Der einzige Hacker, der noch da ist, ist der hier. Der hackt leider jetzt auch den Stufe 1er, den ich mir neu geholt habe. Aber der ist lustigerweise jetzt auch schon Stufe 2 möglich. Also den aufzuleveln ist jetzt so tatsächlich so möglich. Das ist ganz nice. Und ich glaube, der Stufe 1er hat tatsächlich nicht die Fähigkeiten, ja, hier unsere anderen zu hacken. Zumindest nicht in der Zeit, die er hat. So, weil jetzt Stufe 2 sind, sind die auch viel besser gegen Kriecher auf Stufe 1 und so zu killen. Oder allgemein, es geht halt echt jetzt viel schneller, das ist echt nice. Aber ich finde solche Boss-Einheiten immer geil. Wenn du eine Einheit hast, die einfach übelst carried, ist natürlich nicht gut, weil dann hast du nur eine Einheit, die halt der Feind halt, ja, kontern muss. Aber es ist trotzdem ein geiles Gefühl, wenn dann halt eine Einheit einfach alles wegschmilzt oder alles, ja, also in dem Fall wegschmilzt, wie man jetzt hier gerade sieht. Muss man natürlich sagen, dass der echt ganz schön viel Schaden trotzdem bekommen hat, natürlich. Durch die Sturmwaffe, also von daher. Durchaus auch seine Nachteile. Allein schon, weil die so langsam sind und so, deswegen gehe ich ja natürlich auch mal hier auf Geschwindigkeit drauf. Hier die plus 3 Meter pro Sekunde, die sie laufen, oder 3 Meter, ja doch 3 Meter pro Sekunde extra, die sind schon echt. Gar nicht, wie viel Unterschied das eigentlich macht tatsächlich. Das ist mehr als man denkt. So. Genau, Eile-Modul. Abbruchgeschwindigkeit Geschwindigkeit halt, ne? So, weil der Typ hier Laservisier hat, will ich ein bisschen weiter hinten platzieren. Tatsächlich. Und klatscht da jetzt noch einen weiteren Stufe 1er vor. Wir haben jetzt sogar schon zwei Stufe 3er, das ist ganz nice. Und der hat jetzt Stufe 2 und ist jetzt hier mit dem Eilmodul am Start, der ist jetzt 11 Meter pro Sekunde schnell. Mit dem sogar 14. So, die größten Feinde, die wir jetzt hier haben, sind natürlich der Boss wieder. Und der Junge ist natürlich extremst ätzend, Alter. Ja, es ist nicht gut. Das einzige Problem sind einfach die Fangs und auch die Fangs, die der wieder produziert. Das ist halt blöd. Aber naja. Also, ja, der Boss ist halt nicht so geil. Manche Situationen, natürlich ist der Boss ganz nice, weil es gibt Einheiten, womit du den Boss richtig schnell klatschen kannst, wie Oberherr, Spam oder so, oder halt nur Oberherr halt, was ich auch schon gemacht habe. Da war es eigentlich nie ein Problem, wenn der Boss kam. Aber in dieser Situation, wenn ich jetzt hier so sehe, dass sie so viele Fang spam und so, da kommst du halt nicht mit den Schmelzpunkten hinterher, wenn die das, also, das kannst du knicken. Ja. Produzieren die halt viel zu schnell auch. Und auch wenn die echt sehr viel aushalten, die Teile. Also ohne Fangs wären die auf jeden Fall schon viel schneller gestorben. Aber leider habe ich sowas nicht. So, der ist sogar mit seinem Vulkan schon auf Reichweite jetzt gegangen. Das heißt, der Kollege hat 170 Reichweite mit seinem Vulkan hier hinten. Der kommt halt deutlich besser dagegen an, ey.
Ist das genug? Ich scheine schon. Ja, der Typ hat richtig viele Vulkanier, der Typ rechts von mir. Und noch Scharfschützen hier als bester Partner. Und ich hätte auch elektromagnetischen Explosion auf beidem, auf Scharfschützen und auf den Sturmwuffern, der hat. Echt nicht so nice ist für mich natürlich. Und allgemein für niemanden, der gegen ihn kämpft, weil die ganzen technischen Upgrades halt ausschaltet. Aber das war auf jeden Fall ein Hardcore-Sieg für ihn. Der Typ macht nämlich jetzt knapp... Der macht über 1000 Punkte jetzt. Das ist schon krass. 1000 Punkte siehst du echt nicht oft in dem Game. Das ist schon echt krank. Ich komme jetzt auf 5000 Punkte, ey. Das ist schon... Also der hat den... Also der Blaue, den hat er jetzt auf jeden Fall richtig im Staub gelassen, den Jungen. So viel Vorsprung wieder hat. Selbst ich bin 2000 Punkte entfernt, so. Ja, wir haben jetzt hier zwei Oberherre leider, deswegen muss ich jetzt erstmal, ne? Einen verkaufen, den anderen darauf warten, dass ich den auch verkaufen kann. Hab den jetzt, den Typen hier auch nochmal zurückgetan, weil ich den auch ein bisschen sicher haben wollte, weil der auch ein bisschen mehr der Damage-Dealer ist hier. Und da einfach die anderen für tanken sollten mehr. Auch Reichweite. Das Gebäude sind beide auf Stufe 3 und die Angriffsverstärkung 2 haben wir jetzt auch tatsächlich am Start. Alle der Range ist jetzt auch am Start. Also der Typ ist jetzt hier 175 Reichweite hat er jetzt. Das ist ganz nice. Also der hat jetzt echt gute Reichweite. Mehr als der sogar. Meine Schmelzpunkte haben auch mehr Reichweite als der. Hat er denn die Fähigkeit hier? Die hat er nicht aktiviert, ne? Ne, hat er nicht. No, die würden 150 Reichweite haben, also die würden auch meine Schmelzpunkte eigentlich outrangen. Naja. So, der hat sich auf jeden Fall Würmer geholt. Die gab es noch da. Was der sich geholt hat, waren, glaube ich, die Arclights auf Stufe 4, genau. Und was der sich geholt hat, ja, war das hier. Ja, nicht so geil für mich, aber hey. Ich habe Gott sei Dank die noch eben aufgelevelt auf Stufe 3 beide, deswegen nicht so schlimm, wie wenn die jetzt zu Stufe 1 wären oder 2. Das ist ziemlich geil. Und die schicke ich jetzt tatsächlich einfach hier durch die Mitte, weil ich einfach Kohle haben will. Und denke mir, ja komm, haben wir mal Twine. Vielleicht funktioniert's ja. Und durch diese Mehrfachschmelzung hier, durch diese geteilten Laser, kriegen wir auch alles ganz gut getroffen hier. Das ist so lustig, wie der Typ da einfach vorrennt, ey. Das ist so schnell. Oh, nice. Oh, da war das Gebäude weg, aber wir haben uns trotzdem gegen geheilt. Und der Junge hat auch gute Reichweite. Der Typ hat hier Skorpione tatsächlich sich geholt. Oder er gesagt, schon länger. Jetzt erst richtig treffen wir ihn damit tatsächlich. War das erste Mal, als ich das gespielt habe, auch dass mir das aufgefallen ist, dass der Skorpione hat so viele. Wir haben so beide Gebäude sind gefallen, aber es war tatsächlich nicht so schlimm wie gedacht. Wir haben einen Schmelzpunkt verloren, das ist aber einer der Stufe 1er. Bei Stufe 3er leben noch. Und der Big Boy hier, der hier voll hart einfach durchrennt, alles wegschmilzt mit seinem... Eile Modul ist auch noch am Start. Eine gute Sache, die man auf Schmelzpunkt packen kann, tatsächlich dieses Eile Modul. Die sind echt schnell und so, das ist echt cool. Und ja. Ich kann sagen, das ist einfach nur absolutes Feeding für meine Einheiten. Ich meine, der Stufe 1er ist, kriegt voll aufs Maul, weil der natürlich nicht so mega stark ist wie die andere Stufe 2 oder 3er, ne? Aber... Okay, der Stufe 1 ist gestorben. Aber die anderen sind alle gut am Start hier. Wieder ganz krasse Boy hier. Oh, das ist ein Boss gewesen, der meint. Der ist auch schon Stufe 4 tatsächlich mit seinem Vulkan. Der das Laservisier hat. Wen aber nicht überholt, das ist nice. Nicht über ihn nicht überholt zu haben, ist echt gut. Und wir haben jetzt auch nochmal extra Level. Jetzt sind die beiden Stufe 4. Der ist sogar Stufe 3. Der ist hier Stufe 2 jetzt auch. Das ist ganz nice. Ich kann jetzt auch den Oberherr verkaufen wieder. Die haben ein bisschen natürlich jetzt... ja gut, die haben ein bisschen aufgehalten. Aber so schlimm war es tatsächlich jetzt nicht, muss ich zugeben.
Hätte aber auf jeden Fall schlimmer sein können. Ist auf jeden Fall so. Genau, ich habe jetzt eben länger geguckt, was gibt es denn hier so für ein für Sachen. Und Absorptionsmodul habe ich dann genommen. Es gab, soweit ich weiß, noch Schild. Ich glaube, Schild und dann noch irgendwie, ich glaube, Schadensmodul für 100% mehr Schaden. Ne, genau, Quatsch, das 200% mehr Schadensmodul, da war es, genau. Aber ich dachte mir, der muss erstmal in Reichweite kommen, bis er das auch nutzen kann. Deswegen habe ich mal das genommen. Erst im Nachhinein weiß ich nicht, ob das eigentlich die beste Idee war, aber naja. Ist egal. So, beide Gebäude jetzt auf Stufe 4. Weil die, wie gesagt, echt mir auf den Sack gehen hier hinten rechts, aber wir haben die größeren Schmelzer mit größerer Reichweite, dementsprechend ist das kein Problem. Zumal der Junge hat hier auch keine Fähigkeiten drin. Ich glaube, selbst wenn er mechanische Beteiligung nehmen würde, wäre das nicht so mega schlimm für uns. Weil wir Fähigkeit haben, dass sie sich Energiebeugung, dass sie mehrere Strahlen haben, mehrere Laser. Dementsprechend. Also so eine krasse Wand aus Vulkans, ey. Und den haben wir sogar knapp davon dran gehindert, Stufe 5 zu werden. Jetzt ist Stufe 5, aber so kann Stufe 5 werden, aber davor. Gut. Nochmal hier durch die Mitte tatsächlich gegangen. So. Ja, Taifune können gar nichts gegen meine Schmelzer machen. Die Kollegen sind tatsächlich jetzt eigentlich auch, muss man sagen, einfach nur XP. Für mich. Der Junge geht leider dabei drauf. Ich muss sagen, diese Skorpione Stufe 2 alle, die sind schon echt ätzend für meine Skorpione natürlich. Für meine Schmelzpunkte. Der Stufe 4 jetzt auch, der Kollege. Natürlich aber nicht nur für mich, aber weil, wie viel hatten der von denen? Sehr viele, wie scheint. So, der Kollege hat sogar Reichweite, um die anzugreifen. Der kann auch nicht Stufe 5 werden, leider. Aber die Skorpione bringen extrem viel XP, wie scheint. Deswegen sollte es kein Problem sein. Genau, Sturmhofer. Der Sturmhofer hat jetzt tatsächlich, hat aus seinen Sturmhofern jetzt elektromagnetische Explosion gemacht, was natürlich echt schlecht für mich ist, aber ja. Wir müssen möglichst noch viel killen, weil wenn wir es nicht tun, gewinnt der Typ nämlich. Ich glaube, mit der Masse, die er hier hatte, bevor ich ihn angegriffen habe, da sogar easy gewinnen können, tatsächlich auch. Der Kollege ist hier sogar hart am Start noch und schmilzt ja alles weg. Jetzt kommt der Dingens rein. Kriegt er den noch weg? Der Boy mit dem Energie. Ja, kriegt noch alles weg. Wenn er kriegt, er nicht den noch weg, der ist fast mich tot, der Vulkan. Das ist neues gewesen, wenn er den wegbekommen hätte. Aber er geht nicht so hart in Führung jedenfalls. Wir haben ein paar Level auch wieder hier und da. So, was gibt's denn jetzt? Gibt's nochmal Verstärkung? Nee, ne? Doch, ja genau. Okay, direkt Festung und Verkaufen natürlich. Übrigens eine Sache, die ich sagen muss, wenn man so Vulkan-Action macht, ich bin immer ein Fan von erst sengendes Feuer, einfach dem Schaden erhöhen, aber auch die Fähigkeit, die ich bei meinem Vulkan-Video hatte, dieses, dass die Chance zu entzünden und dann halt, dass der 6% Schaden macht pro Sekunde und dann alle 2 Sekunden irgendwie, wenn er angezündet ist, irgendwie sowas war es. Dadurch gibt es nämlich diesen Einheiten eine Fähigkeit mit Feuer, noch richtig große Einheiten halt richtig schnell runterzuschmilzen. Deswegen, ich habe echt Glück gehabt, dass er das nicht drin hatte bei seinen Einheiten, weil sonst hätte er mit den Vulkans meine Schmelzpunkte so viel schneller gekillt. Okay, mal sehen, wie viel hatten der eigentlich von... Oh krass, der hat... Ach du Scheiße, 41.000 Schaden, das tut weh. Aber 6,7 Sekunden nach der Zeit, und den Doppelschuss draufgehauen, ach du Kacke. Warte, er hat 8 Stück von denen nur, okay. Hat irgendwie mehr Gefühl gehabt? Und er hat fast nur diese Einheiten. Hat auch noch die Festung hier reingeklatscht, aber sonst. Naja, ich bin da auf jeden Fall jetzt hier auf dem Weg nach rechts. Die Gebäude haben wir nochmal aufgewertet hier. Jetzt sind nur noch die Phönixe, die wir verkaufen müssen vom ganzen Anfang. Die sind immer noch hier, aber ich habe mich jetzt dazu entschieden tatsächlich, weil der mir mit seinen Skorpion voll auf den Sack ging. Habe ich hier die Raketen gemacht, damit die hier die Vorschläge mal killen. Das glaube ich gar nicht mal nötig war tatsächlich, wenn ich das jetzt hier so sehe.
Ja, war nicht mal notwendig tatsächlich. Egal, aber auf jeden Fall, die Gebäude sind jetzt im Max-Level. Wegen den Stahlbällen. Ich bin jetzt nach rechts gegangen, weil ich ihm ein bisschen in die Seite hauen wollte. Denn der wurde mir ein bisschen zu krass mit seinem, ja, seinen Massen an Vulkan. Hätte ich gewusst, dass die Overlords ihn so wegknüppeln, dann hätte ich wahrscheinlich eine andere Richtung genommen. Übrigens witzig, dass er immer so schnell weit vorrennt, ey, Junge. Diese 5 Meter pro Sekunde, da kann man sehen, was das für einen kranken Unterschied macht, ey. Mann, Mann, Mann. Das ist echt fix, der Junge. Hat natürlich auch sein Schlechtes, dass der immer vorrennt, muss man dazu sagen. Das stimmt, das ist natürlich noch ein Problem. Aber, naja. Wir haben mit 3 Skorpionen an unserem Rücken, aber die sind nur Stufe 2 und 15.000 Schaden pro Schuss nur. Also 30, weil er Doppelschuss hat, aber nur 6,7 Sekunden allemal, also ist okay. So. Ich bin jetzt hier ein bisschen aufs Maul. Oberherren sind echt stark. Besonders der Stufe 3er natürlich der Boss. Aber ich habe Glück, dass ich, dass der Blaue jetzt hier kommt von der Seite. Der Kollege ist jetzt hier tatsächlich dabei. Alter, okay, wenn alle auf ihn schießen, ist er auch krank. Halte ich hoch, halte ich hoch, halte ich hoch. Fuck. Leider nicht gereicht. Froh, dass er nicht noch diesen Acid drauf hat. Säure. Aber war gar nicht mal so schlecht, dass er mit ein paar gekillt hat noch. Wobei der eine hätte auch überleben können, hätte ich trotzdem noch nicht so viele Punkte wie der erste. Aber war trotzdem ganz gut, denn dadurch bin ich knapp im zweiten Platz. Und dementsprechend nicht dem Boss ins Gesicht bekommen. Ist schon echt eine gute Sache, auf jeden Fall, würde ich meinen. Jetzt sind die beiden Typen auf Stufe 2, Stufe 6, nicht Stufe 2. Aber wir haben sehr viele andere noch auf Stufe 2. Immer noch der hier mit dem Absolut zum Blut. Ja, das hat wie scheint nichts gebracht, ganz ehrlich. Ich wollte ich auch eben nicht spoilern, aber das hat nichts gebracht. Wie man sieht, Runde 10, der ist auf Stufe 2. Hat nichts gebracht. Aber naja. Der Schmelzpunkt ist jetzt Stufe 6 und der Kollege hier auch. Mit halber 1 Million Leben und der auch knapp 1/2 Million. Ja. Wieder natürlich alles hier reingehauen, erhöhte Reichweite, Geschwindigkeit. Geld ausgeliehen, jetzt verkaufen wir noch die Phönixe. Und ja, ich klatsche hier ein paar Raketen hin, einfach weil, hey, warum denn nicht? So, hier auch wieder Raketen, einfach weil ich es kann. Das Problem ist, wir kriegen jetzt hier einen elektromagnetischen Einschlag. Von dem Roten tatsächlich. Ich bin der Zweite, dementsprechend werden wir natürlich auf den Sack gehen, ja, verstehe ich. Aber ich glaube, der hat auf alle. Aber ich glaube, der wird das richtig hart klatschen alles hier. Das einzige Problem ist, sind die Fangs mit Schilden, aber die jucken ihn halt gar nicht mit den ganzen Vulkans, ja. Wir werden auf jeden Fall kurz lahmgelegt hier mit den Fähigkeiten für. Sich das richtig? 25 Sekunden? So. Aber die sind jetzt auf jeden Fall Max Tech, die haben jetzt auch elektromagnetisches Schwerfeuer, weil er hier auf den Teilen auch das hat, dachte ich mir, das werde ich auf jeden Fall noch brauchen für später. Damit ich auch seine Einheiten halt hier die Range wegmachen kann und alles, damit die halt, damit ich nicht in den reinrennen muss, ohne irgendwas machen zu können, das wäre halt blöd. Kann ich ihn halt auch die Reichweite wegnehmen und dann muss er auch mit seinen Vulkans in meine Schmelzpunkte reinrennen und Schmelzpunkt gegen Vulkan gewinnt immer der Schmelzpunkt. Sein, der hat noch Massen von Fangs oder so, Vorsicht, klar, aber hey. So, der Kollege ist wieder hier ganz richtig vorne am Start. Er hat tatsächlich nur elektromagnetischen Schuss auf seinen Sturmufern, was echt, stehe ich nicht. Wäre clever gewesen, wenn es auch auf den Scharfschützen gemacht hätte, weil das auf jeden Fall safe, wenn ein Hit ist, dann ist halt auch direkt ein Hit. Dann hast du es auch drauf, also es wäre clever gewesen, hätte es auch gemacht. Aber hey, ist okay. So, das elektromagnetische Schuss ist jetzt weg. So, am Anfang hatten den Debuff. Wir können jetzt hier schön ihn sandwichen. Damit sein Skorpion ist natürlich auch richtig happy wahrscheinlich, dass hier so viele Leute mit fetten Einheiten rumlaufen, weil Skorpione sind halt einfach perfekt, um riesen Einheiten wegzuknüppeln, ey. Alter, guckt euch das an. Wie die einfach hier dreien. Ah, das ist echt schön anzusehen, muss ich zugeben. Hat was. Auf jeden Fall sandwichen wir den Kollegen jetzt hier ganz gut mit dem Blauen. Und der Rote hat da echt keine Chance. Natürlich sind jetzt wir auch Teil hier, natürlich, dass wir abgeschossen werden.
Die Festung könnte ein Problem sein, weil die auch sehr viel Schaden macht, aber die sollte eigentlich sehr schnell drauf gehen. So, da kommt elektromagnetischer Schuss in den Einsatz, das ist ganz nice, da müssen wir jetzt auf uns zurennen. Die beiden Sechser sind, ne, ein Sechser ist noch am Leben, ne, beide Sechser sind noch am Leben. Nevermind, beide Sechser sind am Leben und einer Stufe 3er hier auch noch. So, haben wir jetzt den Sieg tatsächlich dann, nice. Das war schon echt eine geile Runde. Laser wie so jemand das Beste, was du draufpacken kannst bei so einer, ja, Skillung bei den Schmelzpunkten tatsächlich. Und Energiekern, Verstärkungskern war auch echt geil. Kann man schon mal sehen, wie viel unterschiedlich vom Schaden das ist. 15, der macht 10, also pro Sekunde. Das wird ja alle 0,2 Sekunden wird das ja erhöht, der Schaden. Dann immer, glaube ich, um das, was hier halt steht. Das heißt, ja, in einer Minute, in einer Sekunde hast du dann halt, was weiß ich, 10, nee, 50 Schaden. Und dann halt 100 Schaden pro 2 Sekunden und immer so weiter. So würde ich das jetzt zumindest, also, ne. Wir denken, so ist das wahrscheinlich jetzt, kann man sich das jetzt vorstellen, wie das ist mit den Fähigkeiten oder wie man das hier, ne. So kann man sich das vielleicht ausmalen, wie es ungefähr abläuft. Wieso ist, weiß ich nicht, aber ich schätze mal so. Der Typ macht 60.000 pro Schaden, genau, das wollte ich wissen. Wie viel hätte denn der Kollege... Oh, jetzt ist der Stufe 3, das war schön. Endlich mal. Okay, der hätte 3 Schüsse trotzdem gebraucht, okay. Ich denke, 3 Schüsse sind doch mehr als gedacht. Also ich dachte, der one-shottet die fast, weil der Stufe 5er Festung... War der schon Stufe 6 tatsächlich in der einen Runde geworden, okay. So, was ich, glaube ich, an seiner Stelle gemacht hätte, erstens wäre ich wahrscheinlich nicht auf Doppelschuss gegangen. Ich hätte Säure gehabt und dann wahrscheinlich noch... Ja doch, Feldpflege macht Sinn. Und dann einfach alle auch mega aufleveln, weil es hätte ganz... Es wäre ganz anders abgelaufen, wenn die ganzen Kollegen hier regelmäßig gelevelt worden wären. Weil er hat ja gesehen, dass ich sehr viel Schmelzpunkte nur mache und gefühlt auch nur habe, jetzt auch am Ende. Und tatsächlich hier zum Beispiel der Stufe 1er, der wäre auf jeden Fall sehr schnell gestorben. Doppelschuss macht auch auf jeden Fall Sinn. Und wie man jetzt hier sieht, Stufe 3 macht vom Schaden her auf jeden Fall schon viel mehr als Stufe 2 logischerweise. Und hätte die regelmäßig gelevelt, könnte ich mir vorstellen, dass er auf jeden Fall sehr dominant hätte sein können auf dem Boden. Allein auch schon wegen dem Kollegen hier, der hat ja auch sehr viel auf dem Boden gehabt nur. Gut, die Wasp hier auf Stufe 6, die sind natürlich schon ganz schön krank, muss ich sagen jetzt. Ach du Scheiße, okay. Ich muss aber sagen, ich finde Bodenspezialisierung schlechter als Elite Scharfschütze. Denn Elite Scharfschütze kriegst du nicht nur Schaden pro Stufe dazu, sondern auch Reichweite. Klar, das wird erstmal mit dem Level immer wieder höher, der Schaden. Weil der Schaden ist auch gegen Lufteinheiten und Bodeneinheiten. Und außerdem die Reichweite, wie gesagt, ist sehr wichtig. Und Bodenspezialisierung, ja, kriegst du es halt sofort 200%. Also, das macht Sinn, wenn du halt sowas hast wie nur Stufe 1er Wasp und du willst einfach sowas wie... Wenn du halt sehr viel Oberheere spams und die halt die ganzen Wasp halt drauf aushauen immer wieder, dass du dann halt so die Wasp halt dazu, dass die halt noch irgendwie den Schaden extra haben direkt. Deswegen, würde da halt Sinn machen. Aber bei Stufe 7er Wasp, da denke ich mir echt, Elite-Scharfschütze wäre auf jeden Fall viel besser gewesen da. Eine Stufe 7? Nee, der ist Stufe 6. Hat er die aufgelebt? Habe ich auch nie gesehen, die Wasp von dem, obwohl vielleicht hier mal kurz. Ja gut, ich meine, die sind auf der anderen Seite, von daher kann auch sein, dass ich einfach gar nicht die Chance hatte, ihn zu sehen. Und die Vulkanier, die er hier Massen gemacht hat, ist auf jeden Fall echt nice. Auch alles Mögliche genommen, was es hier gibt an das. Und das Absorptionsmodul ist auch echt nice. Aber ja, so, das war jetzt auf jeden Fall Schmelzpunkt. Ich glaube, somit haben wir jetzt alle Rieseneinheiten tatsächlich durch, ne? Wir hatten Oberherr, wir hatten Vulkan gestern. Oder letztes Mal halt. Ich weiß nicht, wann ich das hier hochladen will, keine Ahnung. Ja, Würmer hatten wir auch. Eigentlich müssen wir das haben. Okay, Kriegsfabrik. Oh mein Gott, nee. Alter. Nee, Kriegsfabrik kannst du knicken. Ich glaube, das wird... Naja, das macht keinen Sinn. Ich meine, Kriegsfabrik... Nur Kriegsfabrik... Nee, dann... Ich finde, da hast du so harten Nachteil.
Ich meine, Rieseneinheit hast du schon Nachteil, aber Kriegsfabrik. Wisst ihr, wenn ich Bock habe, wenn ich mir denke, yo, ich kann es ja mal versuchen, dann werdet ihr sehen. Aber die Kriegsfabrik ist ja auch keine riesige Einheit, die ist ja eine gigantische Einheit, sogar nochmal deutlich größer, ne, natürlich. Aber die riesigen Einheiten haben wir jetzt auf jeden Fall jetzt durch. Und Schmelzpunkt, das wunderschöne Ende. Die Kirsche ganz oben auf der leckeren Torte drauf, kann man sagen. Dass der die auch einfach hier gelassen hat, obwohl die nichts gebracht haben. Ich meine, nachher muss ich mir dankbar sein dafür, dass er mir Stufe 3 Stärkungen hingeplatziert hat. Weil das hat meine Schmelzpunkte halt richtig hart auch gefeedet mit XP, weil das war mal Free XP. Die sind erstens hier an meinem Gebäude gegangen, haben sich da Ewigkeiten festgebissen, haben das dann gekillt, dann hatte ich so einen Debuff für eine Sekunde und dann ja, haben wir die Stahlkugeln erstmal weggeschmolzen. Also, ja, von daher war das eigentlich schon nett von ihm, tatsächlich, dass er die da gelassen hat. Übrigens, die Rakete wurde gar nicht ausgelöst, das ist lustig, habe ich gar nicht gesehen. Naja, gut. Ja, das war auf jeden Fall, nur Schmelzpunkte-Challenge und ich würde mal sagen, wir haben wir gut gemeistert. War ganz lustig, das gespielt habe. Wie gesagt, die Fähigkeiten hier. Könnt ihr mal selbst ausprobieren. Ihr könnt alles natürlich selber ausprobieren, selber wollte. Manche Sachen sind deutlich einfacher als andere, muss ich sagen. Oberherr war mit Abstand das einfachste, tatsächlich, muss ich zugeben. Aber so Schmelzpunkte war tatsächlich etwas schwerer, da habe ich ein bisschen mehr Anläufe gebraucht. Das war einfach ganz spontan, einfach mal habe ich dann doch mal gespielt und dann hat das ganz gut funktioniert. Also, naja, muss ja sagen, wenn er jetzt hier noch mehr elektromagnetische Explosion gehabt hätte und so, dann wäre es wieder wahrscheinlich anders gelaufen. Aber dann wiederum denkt man sich, die sind so high level, vielleicht nicht zwingend so mega anders, aber ja, das weiß man dann immer später natürlich erst dann, wenn es halt ne, so kommen sollte oder weiß was ich. Also kann man ja dann nie wirklich sagen, was wäre denn halt, wenn das und das anders gewesen wäre. Wäre mal cool, wenn man so einen Modus hätte hier in diesem Spiel, wo man halt nur als Match halt, wisst ihr, so nochmal rausholen könntet und dann nochmal die Sachen ändern könntet, von wegen, was die Feinde genommen haben. Und dann könnte man zum Beispiel den Scharfschützen jetzt hier, ja, elektromagnetischen Schuss nehmen und man könnte hier zum Beispiel mehr Sturmwurfer hin platzieren. Er hat nämlich nur zwei Sturmwurfer gehabt hier. Und sind wir eigentlich zwei, sind echt zu wenig bei der Nachladezeit. Also das, ja. Von daher, er hat nicht mal. Oh, das um die Nachladezeit zu verringern. Okay. Ja gut, dann ist es auch egal. Was ich gerade sagen wollte. Hätte er das nämlich genommen, dann, naja. Aber gut, dann auch nicht. Gut, ich laber schon wieder zu viel, ne? Naja. Das war's auf jeden Fall hier. Wieder von mir an dieser Stelle. Immer noch auf Wiedersehen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.